Ja, herzlich willkommen. Renate Dörger von Aschank. Ich darf es heute moderieren und ich freue mich sehr, dass Werner die Zugreise angetreten ist. Morgen ist er bei Attacke Tübingen. Und wir werden aus seinem neuen Buch lesen, bis diese Freiheit die Welt erleuchtet. Woher der Titel kommt, das wird sich auch auflösen bald. Ich möchte Werner zunächst noch ein bisschen vorstellen. Bei Attac haben wir ja sehr viel zu verdanken, also damit auch überhaupt die Zivilgesellschaft, sehr viel Aufklärung, sehr viel beharrliche Aufklärung, als Aufklärer, der auch Prozesse nicht scheut. Wenn man bei Wikipedia eingibt, Werner Hugemerk, kommt eine lange Liste von Gerichtsverfahren, die er fast alle erfolgreich durchgestanden hat. Also das ist auch eine ganz besondere Energie, die der Mann dafür braucht, wo ich froh bin, dass du die hast. Ich hätte sie nicht. Er nennt sich ja auch interventionistischer Philosoph. Er hat Philosophie, Literaturwissenschaften und Ökonomie studiert. Und er ist auch ein investigativer Publizist, also die beiden Wörter investigativ, also er ist tiefbohrend und interventionistisch, also sich einmischend, nicht einfach nur so schreibend und aufklärend und dann sich wieder nach Hause begeben, nein. Er ist auch auf der Straße, er ist in Gerichtsverfahren, auch wenn es zum Beispiel um den Fall Emily geht oder um Arbeitsgerichtsprozesse, wo er sich solidarisch vor das Gericht stellt. Er hat auch ein bemerkenswertes Buch über Arbeitsunrecht geschrieben. Dann eine Publikation 2014, Die Fertigmacher, wie sich eine professionelle Dienstleistungsbranche zur Bekämpfung von unliebsamen Betriebsräten entwickelt hat. Er hat sehr viel angeschrieben gegen Privatisierungswahn und Bankenmacht. Und er ist auch in den entsprechenden Organisationen sehr aktiv. Business, Crime Control, Transparency International, Lobby Control. Er steht für die Arbeits- und Sozialrechte als universelle und unkündbare Menschenrechte. Und er hat auch als Journalist eine lange Geschichte beim WDR, beim SWR, beim Deutschlandfunk und jetzt in letzter Zeit vor allem auch bei den Nachdenkseiten. Und meine Einstiegsfrage, weil wir auch mit den USA ein bisschen anfangen und sicher auch in der Diskussion viel über die USA reden wollen, wie denn dein spezielles Interesse an den USA eigentlich entstanden ist? Ja, wie es entstanden ist, weiß ich nicht genau. Ich kann mich erinnern. Da musst du jetzt ein bisschen näher hingehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da war ich 1945 4 Jahre alt und wohnte in einem kleinen Dorf in der Rhön, wo mein Vater Volksschullehrer war. Und da tauchte plötzlich vor dem Lehrerhaus ein Gerät auf, was ich bis dahin nicht gesehen hatte, ein Panzer. Und dem entstieg ein schwarzköpfiger Mensch, der mich anlachte und mir zwei unbekannte Dinge überreichte, nämlich eine Apfelsine und eine Tafel Schokolade. Hatte ich beides noch nicht gesehen und war ganz verwirrt und lief nach Hause zur Mutter und der Panzer fuhr wieder weg. Und ja, jetzt weiß ich nicht, was das in mir hervorgebracht hat. Ich dachte wahrscheinlich, das, was Angela Merkel heute noch denkt, dass die Amerikaner gut für uns sind. Und ein Kontakt entstand etwa 1983, 84. Gab es in Deutschland die Friedensbewegung gegen die Mittelstreckenraketen und da kamen auch Amerikaner nach Deutschland und haben mit demonstriert und Reden gehalten und das fand ich sympathisch, das war ein anderes Amerika und die haben mich eingeladen, Mensch, komm doch mal nach Amerika, guck dir das an und das habe ich dann gemacht und habe dann Indianerschulen besucht und alles Mögliche und dann hat sich das Interesse dann im Folgejahr auf Silicon Valley fokussiert und dann habe ich zum Beispiel damals noch, ne, fast war er noch in seiner Garage, Leute wie Steve Jobs getroffen, weil ich sehen wollte, wie funktioniert diese neue Technik da.
Und da war der noch halb links. Ja, da dachte ich, ja, wir müssen sowas, ja nicht den russischen Sozialismus, aber irgend sowas Ähnliches müssen wir hier machen. Ja, mhm. Ja, ne? Und weil ich den so kennengelernt hatte, habe ich natürlich seine weitere Entwicklung, die in die ganz andere Richtung ging, dann interessiert mitverfolgt. Naja, dann habe ich jedenfalls dann einmal 1984 meinen ganzen Jahresurlaub zusammengenommen und habe 5 Wochen lang in Silicon Valley eine Forschungsreise auf eigene Faust gemacht und habe da eben Bürgerinitiativen, Wissenschaftler in Stanford und Anwälte und interessante Gespräche hatte ich zum Beispiel mit Feuerwehrleuten, ja. Denn das war damals so in Silicon Valley, da wurden ja die Chips gebaut. Ich hatte keine Ahnung, wie Chips gebaut werden. Und die Feuerwehrleute haben mir das erklärt. Ne, weil diese kleinen Chips, die waren damals noch etwas größer, ne, die bestanden damals schon auf 5, 6, 7 Schichten. Und jede Schicht musste für die nächste Beschichtung mit chemischen Substanzen gesäubert werden. Und deswegen sammelten sich an all diesen Chip-Firmen rundherum große Tanks mit chemischen Abfällen, weil es gab keine funktionierende Kanalisation. Ne, das war ja vorher eine agrarische Gegend mit Knoblauch und so weiter gewesen. Ne? Und dann wurde ganz schnell diese Hightech-Industrie aufgebaut und es gab keine Kanalisation, beziehungsweise ja, einige Firmen haben das halt in den Boden geschüttet, andere, die haben das in Tanks aufbewahrt und manchmal sind da Brände ausgebrochen. Ja, und die Feuerwehrleute haben mir dann erklärt, die meistens wissen sie erstmal gar nicht, was brennt da überhaupt, welche Stoffe, weil die Firmen das nicht sagen. Und da hatten die selber also einen großen Recherchebedarf, um rauszukriegen, was brennt da überhaupt, wenn es brennt. Ja, und naja, und so, und ich habe mich mit Ärzten unterhalten, weil diese Hightech-Arbeiterinnen, die damals ja noch sehr ungeschützt, ja, 1984, 85, gearbeitet haben, hauptsächlich Migranten, damals noch Boat People aus Vietnam und Migranten aus Mexiko, illegal vielfach, ja. Die haben sich viel gefallen lassen und da gab es noch richtige Berufskrankheiten. Ne? Die Ärzte haben mir dann ihre Patienten gezeigt, den Frauen fiel die Haare aus, Fehlgeburten waren an der Reihe, an der Tanzanlage. Naja, und das hab ich, so bin ich dann sozusagen in die USA reingekommen. Und habe dann unter anderem eine Aufsatzsammlung veröffentlicht, deren Titel heute wahrscheinlich noch aussagekräftig ist, nämlich der hieß Der kranke Weltpolizist, 1984. Ja, und den USA sind auch mehrere Essays gewidmet. Dieses Buch versammelt Essays von Werner Rüggemeier und Kommentare und Zeitungsartikel aus 30 Jahren, kann man sagen, gell? Transatlantische Sittenbilder aus Politik und Wirtschaft, Geschichte und Kultur ist der Untertitel. Und bis diese Freiheit die Welt erleuchtet, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber die Freiheitsstatue in den USA, in New York, hatte diesen Titel Liberty Enlightenment, Enlightening the World. Und dieser Freiheitsstatue hat Werner Rüggemeier auch ein Kapitel gewidmet zur Vorrede. Die Idee hatte ein Historiker, der Franzose Édouard de Laboulaye. Er bewunderte die amerikanische Verfassung und wollte mit einer gemeinsam von Frankreich und den USA errichteten Statue daran erinnern, dass die Franzosen den amerikanischen Unabhängigkeitskampf unterstützt hatten und ihre eigene Revolution von 1789 davon sehr inspiriert war. Das Projekt hat allerdings 8 Jahre gebraucht, bis es realisiert werden konnte. Und es wurde mit dieser sehr komplexen Eisenkonstruktion von dem Herrn Eiffel konstruiert, der dann auch den Eiffelturm gebaut hat. Es dauerte 8 Jahre, es fehlte dann auch an politischer Unterstützung und auch an Geld. Und es wurden dann schließlich US-Bürger mobilisiert dafür, die fleißig gespendet haben. Und schließlich fand die Einweihung statt unter dem US-Präsidenten damals Grover Cleveland von der Demokratischen Partei mit den Worten: Ja, wir werden nicht vergessen,
dass die Freiheit hier, also in New York, ihre Heimstätte gefunden hat. Es wird ein Strom von Licht die Dunkelheit der Unwissenheit und der menschlichen Unterdrückung durchstoßen, bis die Freiheit die Welt erleuchtet. Sag vielleicht, warum dieser Titel dich dann so inspiriert hat, dass du dein Buch so nanntest? Ja, weil wir heute, denke ich, an einem Punkt angekommen sind, wo diese hier noch etwas allgemein ausgedrückte Freiheit tatsächlich die Welt erleuchtet, bis zu dem möglichen Punkt, dass ein letzter Atomblitz diese Welt vernichtet. Also eine doppelte Anspielung. Und 1982 war die 100-Jahres-Feier der Freiheitsstatue, die dann von Coca-Cola unter anderem gesponsert wurde und anderen Global Playern. Und die teuren Übertragungsrechte des Privatfernsehens haben auch sehr viel Geld eingespült. Da war Ronald Reagan Präsident, der gerade mit Margaret Thatcher den Neoliberalismus weltweit gefestigt und etabliert hat und auch die Neomilitarisierung. Und der sagte dann... Ja, also der hat dann auch eben eine große Jubiläumsfeier für und mit und an der Freiheitsstatue ausrichten lassen. Der nationalistische Rausch Präsident Reagans machte aus der Feier um den 4. Juli eine Dreitagesparty für 5000 geladene Gäste. Da feierten sich die Propagandisten und Profiteure der individuellen unternehmerischen Freiheit, die ohne Staatsknete und ohne die Beschränkung der Freiheit anderer aber gar nicht möglich wäre. Während der Vorbereitung der Jahrhundertfeier mit Reagan hat die US-Regierung 1983 das Aufrüstungsprojekt Strategic Defense Initiative, SDI, Star Wars, begonnen. Es würde gegen die Sowjetunion gerichtet, Europa zum Schauplatz eines Atomkrieges machen können. Das Geschenk der Freiheitsstatue durch die unterwürfige Bourgeoisie Frankreichs hat sich nicht gelohnt. Auch die Spenden des gutgläubigen kleinen Mannes und der gutgläubigen kleinen Frau auf beiden Seiten des Atlantiks haben sich nicht gelohnt. Gegen den deutschen Faschismus hatte sich dennoch eine Koalition der Vernunft und des Friedens gebildet, der auch die USA und die Sowjetunion angehörten. Eine solche Koalition ist heute ganz neu zu entwickeln, damit nicht ein Atomblitz die Welt im Namen der Freiheit, dieser einen besonderen Freiheit, ein letztes Mal erleuchtet. Ja, soweit zur US-amerikanischen Freiheitsstatue. Eine andere Seite der USA sind die privaten Waffen. 30.000 Menschen kommen jährlich in privaten Schießereien in den USA zu Tode. Der schlimmste Effekt sind wohl die Amokläufe in Schulen. Und über einen von 2013 in der US-Kleinstadt Newtown schrieb Werner Rübemer im Ossetzky, also dieser Zwei-Wochen-Zeitschrift für Politik und Kultur. Der Amokläufer war der 20-jährige Adam Lanza. Er erschoss in einer Grundschule 20 Kinder und 6 Lehrerinnen. Vorher hatte er auch seine Mutter erschossen und hinterher sich selbst. Werner betitelte seinen Hintergrundbericht Der Amokstaat oder Die Gemeinschaft der entsetzten Nichtversteher. Merkel, ein Merkel-Zitat, wir sind entsetzte Nichtversteher, beschreibt zunächst den Milieu-Hintergrund und er sagt auch hier, man darf nicht verstehen. Das Verstehen würde das systemrelevante Tabu der westlichen Wertlosgesellschaft aufbrechen. Die Logik der Führungsmacht USA, die von wiederkehrender, sich selbst steigernder Gewaltanwendung und Vernichtung Unbeteiligter geprägt ist, nicht nur innerhalb des nordamerikanischen Territoriums. Über die Mutter jetzt das Zitat. Ja, ich knüpfe da an die Erklärung, die damals die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel abgegeben hat, aus Solidarität mit den
geplagten USA, ne, wörtliches Zitat, wieder einmal stehen wir voller Entsetzen vor einer Tat, die wir nicht begreifen können. Man kann nicht verstehen, vor allem, man darf nicht verstehen. Denn das Verstehen würde das systemrelevante Tabu der westlichen Wertlosgesellschaft aufbrechen. Die Logik der Führungsmacht USA. Die Mutter des jungen Amokläufers, Adam, Lehrerin, kaufte sich nach ihrer Scheidung 2008 5 Waffen. Auch das halbautomatische Sturmgewehr AR-15, die spätere Tatwaffe. Die ortsbekannte Waffennärrin residierte in einer geräumigen Villenanlage im Kolonialstil mit einem Dutzend Zimmern, bekam jährlich 240.000 US-Dollar von ihrem geschiedenen Ehemann, einem Manager im Erfolgskonzern General Electric. Die Familie wollte auch die beiden Söhne in dieses Milieu aufsteigen lassen. Beim älteren Sohn gelang es. Er arbeitet bei der renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young im New Yorker Finanzdistrikt, die bekanntlich wie die anderen renommierten US-Wirtschaftsprüfer falsche Bilanzen betrügerischer Finanzinvestoren absegnet. Der jüngste Sohn sollte auch so etwas werden, aber es gelang nicht. Die Mutter lehrte die Söhne das Schießen. Der zukünftige Amokläufer, der Loser, war wie andere bekannte Amokläufer ein freundlicher, etwas zurückgezogener junger Mann. Er war unauffällig, wie alle Nachbarn bei allen Amokläufern immer bezeugen. Die Mutter verstand offensichtlich auch nicht, was sich in ihrem Sohn anstaute. Plötzlich aus diesem idyllischen Gehäuse des Nichtverstehens zerschoss der einsame, hochgerüstete Sohn im schwarzen Kampfanzug seiner mütterlichen Waffennärrin cool das Gesicht, bevor er den Rest des Massakers abspulte. Terroristen wie Lanza kommen aus der Mittelschicht, oberstes Segment. Die muss als staatstragende Klasse des amerikanischen Traums immer mehr Geld aufwenden und Zwang ausüben, um den Aufstieg der Kinder zu organisieren. Sie schafft dies aber immer weniger. Die im Aufstieg verhärteten und verklärten und mit sich selbst beschäftigten Eltern verstehen ihre Loser-Kinder nicht. Aus dem Dollar und glänzenden Erfolg und der bewaffneten Idylle entlädt sich dann plötzlich und unverstehbar der kleine Massenmord. Nach jedem Amoklauf wird uns routinemäßig erzählt, dass die USA der Staat sind, in dem die Bürger, etwa die Hälfte der Bevölkerung, unvergleichlich mehr persönliche Schusswaffen besitzen als in jedem anderen Staat. Dass es 50.000 registrierte Waffengeschäfte gibt, dass bei Maschinengewehrpartys treusorgende Dads und inzwischen auch Moms den Söhnen und inzwischen auch Töchtern die Baseballmütze aufsetzen, den Schalldämpfer über die Ohren ziehen und die erfolgsverpflichtete Brut an den Schießstand führen. Wir hören nach jedem Amoklauf, dass die Waffenlobby National Rifle Association so mächtig ist. Ihr Einfluss auf öffentliche Meinung und den Gesetzgeber scheint unerklärlich zu sein. Aber wenn man nur ein bisschen genauer hinschaut, lüftet sich das Geheimnis zumindest teilweise. Die NRA ist mit der einen US-Regierungspartei, den Republikanern, verschwistert und verschwägert. Das hat viele Facetten, nicht nur die traditionellen Spenden an Politiker. Beispielsweise gehören die etwa 2 Dutzend wichtigen Hersteller von Feuerwaffen, Munition und vielfältigem Zubehör, Private Equity Investoren, Heuschrecken, wie Cerberus, Mid-Ocean Partners, Blackstone, Wellspring Partners und der United Bank of Switzerland. Die haben von den Deregulierungen seit Ronald Reagan und auch durch William Clinton von der Demokratischen Partei besonders profitiert.
ehemalige Regierungsmitglieder werden Lobbyisten der Waffenindustrie. Die National Rifle Association bespendet auch die andere Regierungspartei, die Demokraten, die noch nie eine solche Spende zurückgewiesen hat. Das halbautomatische Sturmgewehr AR-15 mit aufwendiger Zieleinrichtung wird vom Unternehmen Bushmaster hergestellt. Es gehört zur Waffenholding, die mit ihrem Namen Freedom Group, Freiheitsgruppe, Wert darauf legt, dass das Klischee der Freiheit US-amerikanischer Provenienz zugleich harte Realität ist. Die lukrativ das Volk aufrüstende Freiheitsgruppe gehört einem der größten Private Equity Fonds namens Cerberus, lateinisch für Höllenhund. Wenn die National Rifle Association fordert, dass zur Vermeidung von Amokläufen die Schulen noch besser bewaffnet werden sollen, so ist diese perverse Logik in den USA gar nicht so abwegig, wie die Gutmenschen aus der militaristischen Öffentlichkeit meinen. Denn zum Beispiel der kalifornische Lehrerpensionsfonds California State Teachers Retirement System hat 750 Millionen Dollar in der Freedom Group angelegt. Ja, du endest dieses Essay mit den Worten: Der kranke Weltpolizist schießt in seinem moralischen und wirtschaftlichen Niedergang heftiger um sich denn je, im Inneren und im Äußeren. Deswegen jetzt zum Abschluss dieser USA, dieses ersten Kapitels USA, deine Einschätzung, worauf natürlich viele auch neugierig sind: Der Besuch von Angela Merkel, Trump, wie ist deine Einschätzung? Oh. Könnte vielleicht jemand noch das sagen? Ja. Man muss es, glaube ich, noch ein bisschen stabiler. Ah ja, das geht nicht. Ja. Jetzt muss es gut. Gut, danke schön. Ja. Also, ich glaube, es gibt eine Kontinuität von Präsident Obama zu Trump, die nur deswegen auffällt, weil sie unter Obama nicht aufgefallen ist, weil das ja so ein netter Junge war. Das heißt, die Forderung, dass die europäischen NATO-Verbündeten mehr aufrüsten sollen bis auf 2% des Bruttosozialprodukts, das ist eine Forderung von Obama gewesen. Und die europäischen NATO-Mitglieder haben dem schon zugestimmt. Es fiel nur nicht auf, weil der Obama so ein netter Kerl war. Als Trump das wiederholt hat, so, ja, böser Junge. Und die Geheimdienste, die machen unter Trump nichts anderes als unter Obama. Oder unter Trump wird das fortgesetzt, was die Militärpolitik Obamas schon begonnen hat, der Aufmarsch gegen Russland, die Bombardierung Jemens, die sehr zögerliche Bekämpfung des IS. Also wenn die Amerikaner unter Obama gewollt hätten, dass der IS besiegt wird, dann hätten die das machen können. Aber sie haben ja nur gesagt, ein bisschen, ja, wir bekämpfen jetzt den IS, aber viel wichtiger war, dass der IS nicht so ganz kaputt geht, weil er ja noch das wichtigere Ziel, nämlich gegen Assad, kämpfen sollte. Das sollte ja nicht beschädigt werden. Und das geht ja unter Trump genauso weiter wie unter Obama. Und interessant fand ich zum Beispiel bei ihrem Antrittsbesuch im Weißen Haus, die Merkel, ne, die hat ja sich bedankt, dass die USA die kleine, schwache, von Feinden umzingelte EU nicht allein lässt. Vielen Dank, hat sie gesagt, dass sie trotzdem, ja, trotz dieses bösen Ausdrucks, die NATO sei obsolet, dass die USA weiter zur kleinen Europäischen Union stehen und sie beschützen und so. Und
Ja, interessant fand ich noch, sie hat sich ja da als Musterschülerin aufgespielt. Sie hat ja drei deutsche Unternehmer mitgebracht, die, ne, wie sie vorgerechnet hat, das, was Trump gefordert hat, schon längst übererfüllt haben. Nämlich diese drei deutschen Unternehmer, also die Vertreter, die Vorstandschefs von Siemens und der Schaeffler-Gruppe und von BMW, ne, wie sie im Weißen Haus vorgerechnet hat, die haben doch in den USA schon 810.000 Arbeitsplätze geschaffen. Ne, da brauchte der Trump gar nicht erst kommen, das haben wir ja schon gemacht. Und dann habe ich mal genauer hingeguckt, ja, wo stehen denn diese Arbeitsplätze? Zum Beispiel BMW. Das größte BMW-Werk der Welt, wo steht es? In South Carolina. 9.000 Beschäftigte. Und South Carolina ist ein Vorbildstaat, das damals, ich habe das nachgelesen, wo der Gouverneur vor 25 Jahren, als BMW da die möglichst günstigen Bedingungen gesucht hat für eine Neuansiedlung, da hat der damalige Gouverneur, ein Republikaner natürlich, damit geworben, BMW kommt zu uns nach South Carolina, der gewerkschaftliche Organisationsgrad ist nur 3,4%. Und ihr kriegt 100 Millionen Subventionen und 5 Jahre Steuervermeidung. Da sind die gekommen und ganz niedrige Löhne. Ne, da glaube ich, da konnte der Trump nichts dagegen haben. Ja. Ja, aber ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, was du damit sagen willst. Also ist seine Diktion, also den Amerikanern, die amerikanischen Arbeitsplätze, ist einfach Blödheit? Oder? Ja, das ist Demagogie. Also das hat sich ja genau daran gezeigt. Er hat ja seinen Arbeitsminister benannt, ja, einen Fastfood-Unternehmer, Andrew Putzmann heißt er, ne, der ja dadurch bekannt ist, dass er extrem niedrige Löhne bezahlte und nicht nur, sondern die extrem niedrigen Arbeitsstandards in den USA auch noch jahrelang selber verletzt hat. Ja, dieser Fastfood-Unternehmer, den Trump als Arbeitsminister benannt hat, ne, der musste in seiner bisherigen Unternehmerkarriere selbst unter diesen niedrigen Arbeitsstandards in den USA Millionen an Bußgeldern zahlen. Ja, und ne, wurde nicht bestätigt im Kongress, weil es selbst den eigenen Republikanern zu blöd wurde, weil nämlich ne, dieser Fastfood-Unternehmer hatte in seinem Privathaushalt eine illegale Mexikanerin beschäftigt ne, und hat dann sich zu entschuldigen versucht, Vor der Senatskommission, ja, das wussten wir doch gar nicht, meine Frau und ich. Und als wir das gehört haben, dann waren wir auch traurig und dann haben wir ihr Hilfe angeboten bei der Legalisierung. Aber die hat es ja abgelehnt. Natürlich hat sie das abgelehnt, weil sie befürchten musste, dann wird sie abgeschoben. Ja, ne, also das heißt, auch Trump ist ein reaktionärer Unternehmer, der diese Versprechungen, mehr Arbeitsplätze, höchstens insofern erfüllen würde, dass er eben diese Niedriglöhnerei ausweiten würde. Und die Merkel ist ihm in der Weise entgegengekommen und sie hätte natürlich auch darauf hinweisen können, dass also die amerikanischen Investoren, die Heuschreckeninvestoren wie Blackstone oder BlackRock und so weiter, wenn die in Deutschland investieren, dass die auch
die Betriebsräte verjagen und Niedriglöhne zahlen. Das ist eine gute Überleitung zum nächsten Kapitel, weil Werner kommt ja aus Köln. Er hat übrigens auch sehr viel geschrieben über den Kölner Klüngel und dem Kölnern immer ziemlich viel Dampf gemacht, also dem Klüngel ziemlich viel Dampf gemacht. Und ein Kapitel oder ein Essay ist dem Kölner Stadtarchiv gewidmet, das ja 2009 eingestürzt war. Ein Gebäude, ein U-Bahn-Bau, also ein Teil der neu geplanten U-Bahn, 55 Meter lang, ist da der Einsturz gewesen. Und das Problem dahinter, weswegen er das auch beleuchtet und wie immer so tiefbohrend beleuchtet, ist eben, welche Investoren hatten da ihre Finger im Spiel. Und inwiefern ist dieser Fall auch typisch für eine Geschichte der Privatisierung? Denn ursprünglich war dieser U-Bahn-Bau ja ein Betrieb in Eigenregie, wie das früher in kommunalen Betrieben war. Also da war alles in einer Hand, unter einem Dach. Und durch die Privatisierung und das ganze Outsourcing wird natürlich auch die Verantwortung fragmentiert. Und jede einzelne fragmentierte Verantwortung ist an Profit orientiert. Und es ging dann um Wasser, dass Wasser zu viel abgegraben worden war. Grundwasser und andere Schludereien. Und aus diesem Kapitel lesen wir jetzt auch etwas. Ja, also über den Einsturz des Kölner Stadtarchivs, sodass da zwei Menschen zu Tode gekommen sind. Und ja, da ist ja viel, viel berichtet worden. Und ja, und da habe ich mich halt gewohnheitsmäßig um einen Aspekt gekümmert und habe den also in so folgendermaßen zusammengefasst. Irgendetwas fehlt noch in unserer Geschichte. Richtig. Es fehlen die Lichtgestalten unseres dunklen Zeitalters. Die Investoren. Sie sind auch irgendwo außerhalb. Das ist nämlich kostengünstiger für sie. Für 2008 also sprangen 298 Millionen Euro Gewinn für die Baufirma Bilfinger Berger heraus, die den U-Bahn-Bau führend ausgeführt hat. Auch wegen der gestiegenen Preise für die Kölner U-Bahn und für die 40 Meter tiefen Schlitzwände, in denen die Eisenbügel fehlen. Aber wer bekam die vielen schönen Millionen? Wer sind die Aktionäre und Investoren? Wem gehört Bilfinger Berger? Zu dieser einfachen Frage haben Sie nicht nur in den bekannten Kölner Aufklärungsmedien nichts lesen können, sondern auch in Ihren besonders kritischen Aufklärungsmedien wie der Süddeutschen Zeitung und der Taz, die so häufig über den spektakulären Einsturz des Kölner Stadtarchivs berichtet haben. Also, der größte Investor von Bilfinger Berger heißt, das ist also mehr natürlich eine rhetorische Frage an das Kölner Publikum. Wie heißt er? Richtig, Sie haben es nicht erraten. Er heißt Invesco Limited. Er hat seinen Sitz etwas außerhalb von Köln und außerhalb von Germany und außerhalb von Old Europe, nämlich in Atlanta, Georgia, United States of America. Invesco legt das Geld für 220 High-Net-Worth-Clients around the world an, heißt es auf der Website. Also rund um den Globus für Hoch-Netto-Wert-Kunden, die 5 Millionen Dollar oder mehr gerade mal unbeschäftigt auf dem Konto haben und gewinnbringend anlegen möchten. Invesco in Atlanta umsorgt seine Kunden. Helping people worldwide build their financial security. Also, wenn Menschen, weltweit Menschen beim Aufbau ihrer finanziellen Sicherheit helfen. Also, nicht Menschen zum Beispiel in Köln beim Aufbau sicherer Gebäude und U-Bahnen helfen, sondern Menschen rund um den Globus beim Aufbau ihrer finanziellen Sicherheit helfen. Das sind offensichtlich zwei unterschiedliche Sicherheiten.
Und wieder hat er natürlich recherchiert, welche Investoren sind es genau, welche Finanzoasen sind im Spiel und natürlich auch wieder BlackRock ist mit im Spiel und andere Global Player. Und nochmal ein Schlusszitat aus diesem Essay. Und alle Investoren von Bilfinger Berger und ihre weltweiten High-Net-Worth-Clients haben wahrscheinlich noch nie etwas von der Kölner U-Bahn und dem Einsturz des historischen Archivs in einer alten Stadt in Old Europe gehört. Diese großen Unbekannten wollen gar nichts von solchen Störfaktoren hören und sie freuen sich ganz unschuldig über die möglichst lautlose Mehrung ihrer Millionen. Ja, das war die Geschichte des Kölner Stadtarchivs und die Geschichte der Folgen der Privatisierung. Und das ist ja auch ein Thema, was uns bei ATTAC immer wieder beschäftigt und wo Werner Rüdmer wirklich segensreich ist, immer wieder mit seinen Recherchen auch einen Hintergrund geliefert hat, gerade auch was Wasserprivatisierung zum Beispiel betrifft oder diese abenteuerlichen Steuerpraktiken wie Cross-Border-Leasing-Geschäfte. Da haben wirklich deine Recherchen sehr geholfen. Ein Kapitel heißt das ungehörte Reden. Das ungehörte Reden des Volkes hat mir sehr gut gefallen, das Kapitel. Und daraus habe ich Werner auch gebeten, noch etwas vorzulesen über den Kostenfaktor Arbeit. Er sagt hier, der Billigere darf, der muss dem Billigen den Job wegnehmen. Also diese Haltung ist einfach jetzt die Haltung, die die Beschäftigten sich eintrainieren müssen. Und er beleuchtet ja auch immer wieder die Welt des Outsourcings, der Zeitarbeit, der Leiharbeit, der Niedriglohnpraktiken, der 1-Euro-Jobs und die Working Poor, wo 3 Jobs zum Standard gehören, weil man sonst seinen Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten kann, gerade jetzt auch in den USA. Der Kostenfaktor Arbeit, nicht fühlen, nicht denken, lautlose Prostitution. Ja, übrigens, auch der Text über die Freiheitsstatue und auch der Text, aus dem ich jetzt ein kurzes Stück lese, das waren übrigens Radio-Essays im Westdeutschen Rundfunk vor 10, 15 Jahren noch, die heute undenkbar dort wären. Der Kostenfaktor Arbeit soll nicht denken, nicht fühlen, sich kein Bild von sich selbst und von denen machen, die ihn so behandeln. Der Kostenfaktor hat im buchstäblichen Sinne nichts zu sagen. Er muss schweigen, das tut er auch. Er lebt und arbeitet in einem echolosen, schalltoten Raum. Ja, und er beschreibt das dann in vielen verschiedenen Beispielen und kommt dann auf die Rolle der Medien zu sprechen. Die medialen Empörungsprofis und Erbsenzähler zählen die publizitätspflichtigen Peanuts-Millionen von Deutsche Bank-Chef Ackermann, die 30 Millionen Appreciation Awards an den Mannesmann-Vorstandschef Esser wurden medial und justiziell angeprangert. Aber die 7 oder 8 Milliarden Gewinn des Mannesmann-Hauptaktionärs, der die Gewinnsicherungs-Peanuts an den Vorstandsvorsitzenden Esser anregte, wurden unkritisch nebenbei mal erwähnt. Die rituelle Empörung über Ackermann, Esser und Co. ist Unterschichtfernsehen für alle, wobei das Unterschichtfernsehen von der Oberschicht gemacht wird. Genauso wie die Gossenpresse Bild im feinen Springer Verlag erscheint. Und diese demagogischen Kritiker erwähnen die eigentlichen Abschöpfer der schweigenden Mehrheit, der schweigenden Arbeit nie. Die privaten Eigentümer von Deutsche Bank, Siemens, übrigens auch von Springer, und des Spiegelverlags. Es gibt somit nicht nur die Sprachlosigkeit fördernde Schwarzarbeit in den unteren Regionen, es gibt auch noch tiefer im Verborgenen die Schwarzarbeit in den höheren Regionen,
die globale Untergrundökonomie der Elite. Und ein weiteres Zitat aus dem Kapitel haben wir noch. Ah ja. Oder am Werkstor von Opel und vor dem Karstadt-Kaufhaus dürfen wütende oder resignierte Beschäftigte dem ARD- und ZDF-Reporter kurz sagen, dass sie wütend oder resigniert sind. Sie dürfen auch mal im Unterschichtfernsehen für alle schimpfen, dass nämlich die Bosse zu viel verdienen. Einige dürfen manchmal sagen, dass jetzt aber endlich gestreikt werden müsste. Manchmal, wenn Lohnabhängige demonstrieren, wird im Fernsehen ein von Menschen gefüllter Marktplatz gezeigt, wo die Beschäftigten Trillerpfeifen im Mund haben und damit Lärm machen. Oder wird das Schweigen nicht doch dadurch aufgehoben, dass neuerdings Dokumentationen über das Leben von Arbeitslosen gesendet werden, in denen die Arbeitslosen die Folgen von Hartz IV betroffenheitsmäßig erzählen dürfen, umgeben von ratloser Ehefrau und netten Kindern, die am Küchentisch in ihren Tellern stochern? Nein. Durch das Vorzeigen hilfloser Betroffenheit wird das Schweigen der Arbeit genauso wenig durchbrochen wie durch das wortlose, pfeifende Hereintönen einer anderen Welt. Es ändert sich nichts. Der schalltote, echolose Raum bleibt bestehen. Das Schweigen der Arbeit und auch der Demokratie wird erst dann aufgehoben, wenn aus Kostenfaktoren und Almosenempfängern, ob arbeitend oder arbeitslos, vollgültige Mitglieder der Gesellschaft werden, die selbst und selbstbewusst öffentlich sprechen können. Das Schweigen der Arbeit endet erst dann, wenn die Arbeit ein Menschenrecht ist, das wirksam und für alle eingefordert werden kann. Ja, das wäre jetzt eigentlich schon ein schöner Diskussionspunkt auch. Sicher kommen wir da auch in der Diskussion darauf zu sprechen, ob es eine kleine Hoffnung Martin Schulz für Werner Rühmer gibt oder welche Wege für die Menschenrechte er denn sähe. Wir können uns alle schon denken, wie diese Diskussion verlaufen wird. Aber vorher möchte ich noch ein Kapitel auch zu Gehör bringen, was wieder ein ganz anderes Thema streift, aber auch eins, das fand ich bemerkenswert. Also das betrifft das Gedicht von Jan Böhmermann und die Frage, was darf Satire? Und du bist ja selber auch Satiriker. Das Kapitel heißt Genitalfantasien gleich Satire? Fragezeichen. Und auch das ist ja ein interessanter Diskussionsstoff dann für uns. Was finden wir, darf, soll oder muss Satire? Deswegen da jetzt nochmal dieses Kapitel zum Schluss. Okay. Das Gedicht von Jan Böhmermann über den türkischen Ministerpräsidenten Tayyip Erdogan in der ZDF-Sendung Neo Magazin Royal ist keine Satire, sondern ordinäre Genitalfantasie. Sie fällt auch nicht unter Meinungsfreiheit, wie sie in einem demokratischen und Rechtsstaat verteidigt werden muss. Die naive oder als naiv dargestellte Distanzierung zu Beginn der Verlesung des Gedichts ist Folge nun ein Schmähgedicht, das rechtlich nicht zulässig sei, stellt den Versuch dar, sich einen rechtsfreien Raum zu schaffen. Die Charakterisierung Erdogan als Ziegenficker, der auch Fellatio mit 100 Schafen treibe, dessen, Zitat, Schwanz beim Pinkeln brennt, dessen Kopf so leer ist wie seine Eier, dies hat nichts mit bekannten Eigenschaften, Aussagen, Praktiken oder Merkmalen von Erdogan zu tun. Vielmehr sind es vollständig sach- und persönlichkeitsfremd hinzu fantasierte Zutaten. Damit wird nichts Vorhandenes durch Zuspitzung kenntlich gemacht, was Aufgabe von Satire wäre. Die Charakterisierung von Moslems als Ziegenficker ist ein typisch rassistisches, rechtsradikales Klischee. Zudem betreffen einzelne dieser Fantasien nicht nur Erdogan selbst, sondern wesentlich schlimmer auch einen weit größeren Kreis von Menschen. Wenn es heißt, dass Erdogans Gelöt schlimm nach Döner stinkt, dann wird hier auf ein typisches türkisches Essen verwiesen.
Wenn es weiter heißt, Erdogan sei pervers und schwul, dann wird Schwulsein als schlechte Eigenschaft präsentiert, während dieselben Medien die Diskriminierung von Schwulen anprangern. Etwa wenn sie das dem russischen Präsidenten anhängen. Das ist die Meinungsfreiheit, die sie meinen. Die Verkommenheit der meinungsführenden Medien stellt sich auch in diesem Fall öffentlich zur Schau. Das ZDF verteidigt das Gedicht als Satire und Meinungsfreiheit. Der Vorstandsvorsitzende des Springer-Konzerns, Matthias Döpfner, bezeichnet das Gedicht als ein Kunstwerk wie jede große Satire. Der Spiegel charakterisiert den Künstler Böhmermann als den großen Zertrümmerer bisheriger allzu braver Regeln. Er habe Geschichte geschrieben. Sein Produkt, Zitat, gehört schon jetzt ins Haus der Geschichte. Da funktioniert die angebliche Satire genau im Sinne der führenden medialen Gutmenschen und Hassprediger, die die selektiven Feind- und Freundbilder inszenieren und sich dann nicht mit dem Zerstörungskrieg ihres neuen Kumpans Erdogan gegen das kurdische Volk und seiner Kollaborateure, mit den auch uns freundlich verbundenen Golfdiktaturen, auseinanderzusetzen brauchen. Wenn Erdogan souveräner wäre, was er natürlich nicht sein kann, dann hätte er zum Beispiel sagen können, ach, seht mal, da erreicht uns ein typisches deutsches Kulturgut, ein Produkt der deutschen Leitkultur, sehr aufschlussreich. Da will ich mich nicht einmischen, da ist die deutsche Bundeskanzlerin zuständig. Das war auch erschienen, was Sie jetzt gibt. Ja, wir haben jetzt einiges gelesen aus dem Band, vielleicht neugierig gemacht. Einige Exemplare hat Werner auch mitgebracht, für die, die sich vertiefen wollen. Einige sind auch hinten zu verkaufen, vor allem bei dir, glaube ich. Wir haben jetzt den Leseteil kürzer gehalten, damit auch mehr Zeit für Diskussion ist, weil wir uns vorstellen können, dass auch ihr viele Fragen habt oder ins Gespräch kommen wollt, wobei wir auch morgen zum politischen Frühstück ja noch einladen und zum Gespräch. An dich aber jetzt nochmal die Frage, du sagst also Satire soll durch Zuspitzung kenntlich machen, Verhandnis durch Zuspitzung kenntlich machen. Das ist jetzt auch für dich die Leitidee, wenn du dich als Satiriker... Ja, ich bin ja verrufen als Sachbuchautor und nur manchmal rutscht mir sozusagen, ne, mit einem alten Gestus zu sprechen, die Feder aus. Und dann kommt dann so auch etwas heraus, was vorrangig in diesem Buch versammelt ist. Aber ja, ich habe irgendwie eine unerledigte Neigung zu meinem großen Vorbild Heinrich Heine und eben nicht zu ihm als Lyriker, sondern zu seiner eher unbekannten Seite als literarischer, zum Teil eben auch satirischer Journalist. Da kann sich vielleicht der eine oder die andere hier daran erinnern, dass wir hier vor ein paar Jahren ja mal eine szenische Lesung mit solchen Texten, unbekannten Texten Heines gemacht haben. Auch so. Hast du nicht gesprochen, Jürgen? Ja, ne? Ja, ne? Er hat das, die Texte gesprochen und ne, auch zum Beispiel den Untertitel dieses Buches Transatlantische Sittenbilder, also der Begriff Sittenbilder, ne, den habe ich von Heine übernommen, sagen wir freundlich. Und ja, aber wie gesagt, das sind eher die Ausnahmen von in satirische, manchmal hinübergleitenden Texten. Aber jetzt nochmal zu dem, was ich sagte, zur Frage, die SPD, Martin Schulz, Arbeitsunrecht, soziale Gerechtigkeit. Arbeitsunrecht ist ja schon auch dein Hauptfeld, wo du dich wirklich engagierst, von ganzem Herzen auch engagierst.
und prekäre Beschäftigung und wirklich eben auch die Zunahme von richtigem Unrecht. Und ist es da nicht doch eine kleine Hoffnung für dich, dass jetzt die Sozialdemokraten sich dieser Themen wieder mehr zuwenden? Ja, also das, das was... damit ja auch deine Gewerkschaften? Also ja, das, was Schulz angesprochen hat, ist ja nur ein kleiner oder auch eher ein harmloserer Teil aus dem großen Bereich des heutigen Arbeitsunrechts. Das hat ja sehr viele Facetten. Und Schulz hat ja nur wenige Facetten davon aufgegriffen. Das Wichtigste ist eben das Arbeitslosengeld 1, also für solche, die länger gearbeitet haben und dann eben arbeitslos geworden sind und die Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 haben, was sich ja noch an der Höhe des bisherigen Gehalts oder der bisherigen Arbeitslosengeldeinzahlungen orientiert, aber was ja maximal 18 Monate dauert und wo er sagt, das ist ungerecht und das muss verlängert werden. Okay. Ne? Und so viele befristete Arbeitsverträge soll es auch nicht geben. Okay, das sind zwei echte Probleme, die mit der von der SPD und den Grünen zu verantwortenden Agenda 2010 und den Hartz-Gesetzen zusammenhängen. Aber wesentliche Teile des heutigen Arbeitsunrechts und die ganze Palette, das hat er überhaupt noch nie benannt. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe das mal ausgerechnet aufgrund der amtlichen Statistik. Gegenwärtig erpressen Unternehmen in Deutschland eine Million, also es sind 970 Millionen, eine Milliarde, 970 Millionen sind es genau, unbezahlte Überstunden. Ja, das ist ein jährlicher Wert von etwa 50 Milliarden Euro. Ein jährliches durch Erpressung, ja, durch übliche Drohung, wir müssen den Betrieb schließen oder wir müssen entlassen und so weiter. Das sagt sich ja heute leicht, das wird gesagt, ohne dass der Betriebsrat etwa oder die Öffentlichkeit Einblick in die tatsächliche betriebliche Kalkulation bekommt. Es wird einfach so gesagt, es wird als Erpressung vorgebracht und das ist ja auch strafrechtlich eine Erpressung. Eine Erpressung ist ja strafrechtlich dadurch definiert, dass etwas als ein Verhalten erzwungen wird durch ein sogenanntes empfindliches Übel. Und die Drohung mit Betriebsschließung oder Entlassung ist ein empfindliches Übel. Das heißt also, eine Milliarde Überstunden werden heute erpresst abzuleisten, ohne dass sie bezahlt werden. Und oder beispielsweise, vielleicht hat jemand vor ein paar Tagen nachts eine sehr gute Dokumentation, 23.20 Uhr, gesehen, die hieß Ausgebeutet, Arbeit auf Abruf, Kapofax. Hat es jemand gesehen zufällig? Ne, also da wird 100.000-fach straflos von Unternehmern ein Gesetz gebrochen, das Teilzeitüberlassungsgesetz, was vorschreibt, dass es eben bei kapazitätsorientierter, also ne, jeweils nach Bedarf bestellter oder nicht bestellter Arbeit, eine Mindestabfolge von 3 hintereinander zu leistenden Stunden geben muss. Und dass es eine Mindestvorinformationszeit von 4 Tagen geben muss. Das wird 100.000-fach nicht eingehalten. Die Leute werden morgens angerufen, du sollst gleich kommen.
Völlig gesetzwidrig. Die Leute werden aus dem Schlaf gerissen. In dieser Dokumentation wurde zum Beispiel sehr eindringlich, also da kommen mir, glaube ich, jetzt noch die Tränen, wenn ich das erzähle. Ja, da wurde ein Mitarbeiter der Lufthansa Servicegesellschaft, die also das Catering für die Flugzeuge, Flughäfen macht, ein Mitarbeiter, der seit Jahren auf Kapofatz, auf Zuruf geholt oder nicht geholt wird. Und da wurde gezeigt, seine zwei Kinder, ein 7-jähriges Mädchen, ein 9-jähriger Junge, die haben gesagt, wie das zugeht. Diese zwei Kinder, die saßen da ein bisschen nervös vor der Kamera und dieses Mädchen hatte eine Puppe im Arm und aber die haben dann tapfer erzählt, die hat dann ruft morgens oder dann ruft dann abends, wenn der Vater gerade nach Hause gekommen ist und mit uns jetzt angefangen hat zu spielen, da ruft die Lufthansa schon wieder an und er muss losziehen. Ja. Und ich könnte jetzt aus unserer Beschäftigung, wir haben ja mit einigen Freunden einen Verein, eine Initiative gegründet, Aktion gegen Arbeitsunrecht. Ja, wir dokumentieren solche Fälle, dieses Riesenspektrum von heutigem Arbeitsunrecht. Und alles das hat Schulz noch nie thematisiert. Das ist die eine Einschränkung, die man machen muss. Und die andere ist die, dass beispielsweise jetzt, während er auf Wahlkampftour ist, die SPD-Arbeitsministerin Nahles genau das Gegenteil macht. Ja? Also es gibt zum Beispiel jetzt in diesen Wochen den Fall, dass ein paar Dutzend Schwestern des Deutschen Roten Kreuzes auf Festeinstellungen geklagt haben. Also dem liegt zugrunde, es gibt in Deutschland etwa 25.000 Deutsche Rote Kreuz Schwestern, die vom Deutschen Roten Kreuz sozusagen als Leiharbeiterinnen in Kliniken verliehen werden, aber nicht als Angestellte, sondern mit einem kleinen Taschengeld, die aber genau dieselbe Arbeit machen wie andere Krankenpfleger auch. Ne? Zum Beispiel im Klinikum Essen sind 800 solche DRK-Schwestern. Ja? Und die haben sich jetzt mal mit Hilfe des Betriebsrats ein Herz genommen und haben auf Festeinstellung und als definierte Lohnabhängige geklagt, auf ihren Status Anerkennung. Und da hat sich dann natürlich der Chef des Deutschen Roten Kreuzes, der Vorstandsvorsitzende, ein ehemaliger deutscher CDU-Innenminister, ein gewisser Herr Seiters, der hat sich dann an die SPD-Arbeitsministerin Nahles herangemacht und hat gesagt, also das dürfen wir doch nicht durchgehen lassen. Dass das möglicherweise noch Weiterungen hat. Da gibt es noch andere Schwestern, die wollen dann auch noch einen normalen Arbeitsstatus haben. Und die Nahles hat zugestimmt, dass für diesen Fall der Rotkreuzschwestern jetzt wieder eine Ausnahme gesetzlich fixiert wird. Ja? Das heißt also, an dieser Diskrepanz Wahlkämpfer Schulz, SPD-Frau als Ministerin im Amt, könnte man extrapolieren. Also auch, was macht ein Arbeitsminister unter einem Kanzler Schulz? Rot-Rot-Grün wäre für dich auch keine Hoffnung. Ja, es kommt drauf an. Also es ist ja so, die sogenannten Volksparteien, die schon längst kein Volk mehr hinter sich haben oder nur noch absterbende, nostalgische, verwirrte Restbestände von Volk, die bibbern natürlich um ihre Pfründen, ihre Wahlstimmen und so weiter.
Und dafür glaube ich, fürchte ich, können die gnadenlos opportunistisch sein. Das heißt, wenn zum Beispiel die Linke 25% Stimmen bekommen würde und wenn es noch bei den Gewerkschaften und im DGB einen Ruck geben würde, dass die auch gegen Arbeitsunrecht und so weiter ankämpfen würden, mitmachen würden. Und wenn es einen Druck und so weiter gäbe, ne, und so, dann könnte selbst ja, eine SPD-geführte Regierung etwas Gutes machen. Ja. Also es müssten mehrere Bedingungen zusammenkommen, die, ne, die nur zum Teil durch Wahlen herbeigeführt werden. Schönes Schlusswort. Lässt mich noch mal sagen, dass wir auch ein Heft haben vom ISW, das ja heute Kooperationspartner war, das Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung. Da gibt es ein Heft Wege aus dem Kapitalismus, die Alternativen entfalten, sich nur in sozialen Kämpfen, mit vielen verschiedenen Beiträgen, unter anderem eben auch von Werner Rübemer, aber auch Elmar Altvater und Leo Meyer aus München und Helmut Zeninger, Hans-Jürgen Urban. Viele interessante Beiträge, das war 25 Jahre Jubiläum, eine Jubiläumsausgabe. Ja, wir haben jetzt heute nicht sehr viel Hoffnung verbreitet, aber andererseits bist du eben auch ein Aufklärer, der sich jetzt nicht so positivistisch hinsetzt und sagt, ach, das wird schon. Und die, die ich kenne hier im Saal, haben alle den Ort ihrer Kämpfe und haben einen Ansatzpunkt, ob das nun Postwachstum ist, die Postwachstumsperspektive ist oder der Kampf für Palästina oder die Friedensbewegung. Genau. Insofern tun wir alle unsere Arbeit an einer Stelle und hoffen, dass sich das dann irgendwann zu einem mächtigen Strom zusammenfließt. Danke, Werner, für wieder einen sehr aufklärenden Abend.